Die Frage ist ja immer auch, die in den letzten Tagen aufgestellt wird, beginnt die Bundesliga erst jetzt so richtig, weil man jetzt so das erste Spiel hat, wo man sich ein bisschen mehr ausrechnen kann, als es vielleicht gegen den FC Bayern München, als es gegen den Rekordmeister der Fall war? Nee, also wir haben schon im ersten Spiel hier alle ja, das Spiel sehr genossen, auch die Stimmung, die Atmosphäre, das ist schon was anderes, sage ich mal, als in der zweiten Liga war, wenn wir vor ja, 8.000 bis 10.000 gespielt haben. Jetzt gegen Bayern war die Stimmung hier sensationell. Ich hoffe natürlich auch, dass viele Fürther mit nach Mainz kommen und ja, da erwartet uns natürlich auch ein schweres Spiel. Mainz wird zu Hause sehr druckvoll agieren und da müssen wir ja, die Anfangsphase gut überstehen und dann denke ich mal, haben wir da auch da gute Chancen, was Zählbares mitzunehmen. Sehr druckvoll, das ist immer so ein Attribut, das man mit Mainz relativ schnell in Verbindung bringt. Gerade zu Hause probieren sie immer die ersten 15 Minuten sehr aggressiv und sehr forsch auf den Gegner draufzugehen. Was gilt es da für euch, dem entgegenzusetzen? Ja, das ist richtig. Also Mainz wird extrem pressen. Das machen sie immer in der Anfangsphase ihrer Heimspiele. Und da müssen wir einfach die Ruhe bewahren, trotzdem klare Bälle spielen, auch von hinten heraus. Und müssen dann am besten eine Linie überspielen, sodass direkt 3-4 Mann vielleicht von ihnen vor dem Ball sind und wir die schon mal ausgespielt haben. Und ja, wir müssen auf jeden Fall von Anfang an hellwach sein und ich bin mir auch sicher, dass wir es sein werden. Ihr werdet heute Nacht noch übernachten oder heute Abend dann noch im Hotel übernachten. Verrat mal, was macht die Mannschaft am Abend vor so einem Spiel dann gemeinsam? Ach, so viele Sachen gibt es da gar nicht. Also die meisten ziehen sich zurück auf ihr Zimmer, telefonieren noch ein bisschen mit Angehörigen, Freunden oder so. Ich persönlich lasse mich immer noch gerne ein bisschen behandeln vorm Spiel, nochmal einstellen, ein bisschen lockern. Das läuft alles ganz entspannt ab vom Spiel. Dann wünsche ich eine gute Fahrt und viel Erfolg für morgen. Danke. Ja, danke.